Hoffnung macht das Herz weit. Sie macht dich bereit für kleine und große Wunder. Sie warten auf dich. Im Moment passieren eine ganze Menge Wunder. Und immer wieder finden Mutti und ich Federn. Die sind vor uns plötzlich. Oder ich laufe im Wasser und plötzlich schwimmt mir eine Feder entgegen. Mutti fand gestern auch wieder eine Feder. Und wenn wir uns dann umgucken, liegt weit und breit keine Feder, sondern es sieht genauso aus, wie gerade für uns abgelegt. Wie die weiße Feder, die ich hier in meinem Titelbild habe. Wir bekommen immer ganz, ganz viele Botschaften, auch aus der geistigen Welt, von lieben Menschen, die wir zufällig treffen. Und meistens in dem Moment, wo wir vielleicht auch Mut brauchen, weiterzugehen oder einen Trost bekommen oder wertvolle Botschaften von anderen Menschen bekommen, die zufällig auf unserem Weg sind, mit denen wir zufällig ins Gespräch kommen und dann stellt sich raus, sie haben ähnliche Sachen erlebt, so wie wir auch. Heute möchte ich ganz spontan einen neuen Podcast machen, weil ich das Gefühl dazu habe, ich muss es machen. Ich bekam vor ein paar Tagen wieder eine wunderbare Nachricht von einer lieben Person, die durch Zufall auf dem Kanal Einblicke ins Jenseits gelangt ist, wo sie zufällig mein Video angeguckt hat, wo ich über mein Nahtoderlebnis und viele Begegnungen mit der geistigen Welt gesprochen habe. Wir wissen ja, Zufälle gibt es nicht, sondern alles kommt zu uns, wenn die Zeit dafür da ist oder der Zeitpunkt der richtige ist. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über die liebe Nachricht von dieser Person, denn rückblickend habe ich somit schon viele tolle Freundschaften bekommen, Menschen, mit denen ich schon seit Jahren befreundet bin, durch meine Veröffentlichung. Ich habe mir damals gar nichts weiter gedacht, als ich meine ersten Videos veröffentlicht habe und was daraus geworden ist, habe ich ja auch in meinem letzten Podcast beschrieben. Wir sollten immer unserem Herzen vertrauen, immer in unserem Herzen bleiben, egal wie im Moment das Außen um uns rum ist. Ich habe ja losgelassen und Mutti und ich machen es uns jeden Tag schön, versuchen es uns schön zu machen, versuchen aus der Trauer und der Fassungslosigkeit rauszukommen. Oft kommen auch Menschen in unser Leben, um uns aus unserem Rhythmus zu bringen. In der Bibel wird das als Teufel beschrieben. Wir sollen Gottvertrauen haben und in uns bleiben. Und im Moment ist es wirklich so, dass ich sage, ich gehe aus all dem raus und es passieren wieder so viele schöne Sachen, wie zum Beispiel, dass ich zufällig ein Buch aufschlage, wie das von Byron Katilato, Spaziergang in dir selbst, und da diesen wundervollen Spruch über Hoffnung gefunden habe. Und ja, er hat recht, lass die Stimme deines Herzens lauter werden als die Stimmen im Außen und teile die Erfahrung dieses Spazierganges mit einem anderen Menschen. Ich erzähle ja immer sehr, sehr viel aus meinem Leben. Lange Zeit habe ich nicht sehr viel gemacht. Im Moment kann ich nur Podcasts machen, weil leider meine Videokamera kaputt ist. Aber ich denke, das ist auch ganz entspannt, nur zu hören, was ich zu sagen habe. Und ich mache dies auch ganz, ganz spontan, weil ich gestern wieder eine wunderbare Facebook-Erinnerung bekommen habe, wo Mutti sagt, du schreibst immer so gut. Das trifft immer mitten ins Herz und diese Facebook-Erinnerung war vom 13.07.2021, aus der Zeit, wo vieles passiert ist hier auf der Welt. Es gab ja 3 Jahre, die nicht so leicht waren und wo wir uns wirklich wieder neu sortieren mussten, schauen, wie unser Weg weiterläuft. Und bei uns im Privaten läuft ja schon seit einiger Zeit so viel verrückt, also so viel komisch, wo ich sage, vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, das Alte loszulassen, um einen neuen Weg zu gehen. Denn wenn sich überhaupt nichts tut in einer Sache, dann ist es vielleicht auch beendet. Und manchmal müssen wir auch rausgehen und sagen, ich gucke auf mich, ich höre auf mich und schaue, wie es mir geht. Und ich habe ja schon in sehr, sehr vielen Filmen beschrieben, unter anderem ja auch in Einblicke ins Jenseits, was wir für tolle Erlebnisse hatten mit der geistigen Welt, mit Oma. Im Moment träume ich wieder sehr, sehr oft von Barney, der mir immer sagt, sei wieder glücklich, fang wieder an zu lachen.
Ne, und das habe ich in den letzten Jahren auch so ein bisschen vergessen, so, ne, weil man zu viel im Außen ist und sich zu viel vom Außen manipulieren lässt von diesen negativen Energien, die einem nicht gut tun. Wer ist Barney? Die ganze Geschichte von Barney kannst du noch mal erfahren in meinem Podcast Wir leben ewig, Begegnungen mit Verstorbenen. Oder bei meinem Video Mein Nahtoderlebnis mit der Vespa in Südfrankreich. Da ist er mir bei meinem eigenen Nahtoderlebnis begegnet. Er hat mich abgeholt und es war so wunderschön, was ich da in diesem Erlebnis auch beschrieben habe. Barney ist vor vielen Jahren tödlich auf Sizilien verunglückt und Barney ist meine erste Person, mit der ich eine Begegnung hatte nach dem Tod. Ich konnte es damals gar nicht glauben, was ich erlebt habe. Aber es sollte sich viele, viele Jahre später rausstellen, dass es mehr solche Phänomene gibt. Ich dachte am Anfang, es hat alles mit Schock zu tun. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Stimmt es wirklich alles, was ich da sehe und wahrnehme? Aber es sollte genau so sein, wie ich es damals erlebt habe. Nur 1992 waren die Menschen noch nicht so weit. 1992 gab es auch noch kein Internet und Co. Und es gab zwar zahlreiche Bücher, wo ich meine Erlebnisse als Bestätigung wiederfand. Es gab noch mehr Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Aber in dieser Zeit ist es wirklich einfach nur wunderschön und einfach nur ganz, ganz toll, dass viele Menschen über dieses Erlebnis sprechen. Und da ist für mich auch ein wunderbarer Tipp. Schau mal vorbei auf dem wunderschönen YouTube-Kanal. Einblick ins Jenseits oder Anke Ewerts oder. Lass dich führen von deinem Inneren und du wirst genau das Video finden, was für dich genau passend ist. Deswegen hörst du vielleicht auch gerade diesen Podcast, denn alles kommt zu dir, was für dich in diesem Moment sein soll, was dich trösten soll und vieles, vieles mehr. So, und nun? Ich habe nur das jetzt schnell mit eingefügt, da vielleicht der eine oder andere sagt, wer ist Barney? Deswegen habe ich das hier nochmal kurz als Erklärung mit eingefügt. Und nun geht's weiter. Im Moment besinne ich mich wieder sehr, sehr stark, auch gemeinsam mit Mutti, weil ich Mutti wieder aufheitern möchte. Ich möchte, dass Mutti die Zeit, die sie noch hier auf unserer Erde hat, ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich habe, dass wir die glücklich verleben. Denn sie hat sehr, sehr viel erlebt. Unter anderem hat sie ihre Bauchspeicheldrüsenerkrankung überlebt. Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte sie. Sie hatte nur eine Überlebenschance von 1%. Denn ihre schwere Herz-OP und vieles mehr, ihre zwei Lungenembolien. Und es ist ein großes Wunder, dass sie all das überlebt hat. Wir sollten immer nach unserem Herzen gehen, was in unserem Herzen ist und schauen, was passiert. Ne? Wenn ich plötzlich das Gefühl habe, ich muss heute rausgehen, ich möchte da und da mich in ein Café setzen. Und so war es gestern auch wieder. Und wir kamen spontan wieder mit lieben Menschen ins Gespräch. Gestern war wieder ein Tag, wo wir sehr, sehr traurig und schockiert waren über das, was in unserer Oase, in unserem Paradies passiert ist, was ja seit 1956 in Familienbesitz ist. Manches Mal braucht man gar keine Erklärung für das Handeln von Menschen, die sehr, sehr negativ sind. Denn nur Menschen ohne Liebe im Herzen sind in der Lage, ganz, ganz viel Leid zu verbreiten. Dabei ist es so leicht, ein liebevolles Miteinander zu führen. Und dieses wunderbare Buch von Bion, das habe ich eigentlich noch gar nicht zu Ende gelesen, aber gestern hatte ich das Gefühl, es spontan aufzuschlagen und fand diese wunderbaren Botschaften. Auch freue dich auf die kleinen Dinge und du wirst mit ganz anderer Energie durch den Tag spazieren. Genauso ist es. Immer wieder die Federn, die wir finden. Und das ist wirklich so mystisch. Auch gestern die Feder, die meine Mutter beim Spaziergang fand, lag links vor ihr, weit und breit keine andere Feder, wie abgelegt. Und Janine ist im Moment auch so, sie sagt, ich sehe immer wieder Barney. Und er sagt dir, sei glücklich, lache wieder und genieße das Leben. Und so ist es. Wir sollten uns jeden Tag ein schönes Leben machen. Und diese wunderbaren Botschaften aus der geistigen Welt, die sind ja auch unglaublich. Die sind manchmal so fassungslos, wo ich mich frage, wie kann das angehen, dass ich jetzt gerade den Weg gehe und genau vor mir liegt ein Stein, der aussieht, als ob der
rausgefräst worden ist in Herzform. Wie kann es sein, dass ich genau in diesem Moment runtergucke? Oder wie kann es genau sein, dass ich diesen Weg laufe und genau vor mir, aber wirklich genau vor mir eine Feder in der Spalte von zwei Fußbodenplatten liegen? So wie eben halt im Titelbild ich hiermit abgebildet habe. Das sind so diese geistigen Mutmacher. Und diese Dinge passieren, wenn ich auf mein Herz höre, auf mein Bauchgefühl höre. Ne? Denn dann kommen diese zufälligen Begegnungen, und die ich sowas von mystisch finde, wo ich früher immer sagte, kann das sein, spinne ich nicht. Auch diese liebe Frau, die mich jetzt aufgrund meines Videos angesprochen hat oder angeschrieben hat, sie glaubt an die Spiritualität, sie glaubt an ein Leben nach dem Tod, aber sie selber hat so etwas noch nicht erlebt. Und im Moment ist sie in der Phase, wo sie fasziniert, alles, was damit zu tun hat, die versucht aufzunehmen, sich anzuhören und anzugucken. Die Anfänge von mir war ja so, dass es ja nicht viel darüber gab. Es gab ein paar Bücher in der Bücherei, die mir dann aber auch in den Weg gelegt worden sind. Und da kommt mir dann spontan wieder das Buch The Secret in Kopf oder die Prophezeiung von Celestine, wo von diesen zufälligen Begegnungen oder diese zufälligen Botschaften, die wir ja immer wieder finden. Ich schlage ein Buch auf und finde eine Botschaft für mich, die genau passend ist und die wirklich mein Herz erwärmt. Ne? Das finde ich einfach nur schön, diese Mutmacher, diese, ja, die vielleicht Kritiker sagen, ach, das ist doch alles Spinnerei, das gibt es doch gar nicht. Doch, achte mal drauf, wenn du in deinem Herzen bist. Vielleicht bist du auch gerade in einer nicht leichten Situation und du weißt wirklich nicht, wie es weitergeht. Raffe dich auf und geh raus, und auch wenn du sagst, nein, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte mich verkriechen, ich will nichts mehr hören und es kann ja nicht sein, warum passiert das alles mir? Und ne, eine ältere Dame, mit der ich ins Gespräch kam, die sagt auch immer, ich frage mich auch immer, warum mir das passiert, warum passiert mir immer so viel Schlimmes? Aber das ist ja nicht nur sie, der das passiert, sondern es passiert sehr, sehr vielen Menschen. Ein lieber Freund, wir haben uns ja auch durch Zufall wiedergefunden, dadurch, dass ich meine Videos veröffentliche, und der sagte auch immer, achte mal drauf, lieben Menschen, die anderen Menschen ganz, ganz viel Gutes tun und sowas, denen passiert dieses Leid. Guten Menschen passiert sehr, sehr vieles Leid. Ja, man will uns aus unserer Komfortzone rausholen. Das Leuchten ist so stark, das können diese negativen Energien nicht ab. Also fangen sie an, Stress zu machen. Es ist ganz leicht. Ich sage ja immer, ich habe ja diesen großen Traum vom Weltfrieden. Ob der irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Ich habe ihn aber immer noch im Kopf. Ich sage ja auch immer wieder, ein liebevolles Miteinander ist so leicht. Und wenn jeder, aber wirklich, wenn jeder dies umsetzen würde und jeden liebevoll behandelt und sich selber, vor allen Dingen anfängt, sich selber liebevoll zu behandeln. Denn Menschen, die Negatives tun, behandeln sich ja selber nicht liebevoll. Sie wollen dann, das ist wie so ein Junkie, die wollen dann, ne, die haben diese Sucht zum Beispiel, wie jetzt bei uns im Garten, was da alles passiert ist, diese Sucht, Blumen zu klauen, nicht aufzuhören, auch wenn sie entdeckt worden ist, wenn sie beim Klauen erwischt worden ist, trotzdem weiterzumachen und trotzdem sich Sachen auszudenken, die so unfassbar sind, womit Mutti und ich überhaupt nicht gerechnet haben, weil wir dachten, wenn wir Gespräche führen, auch mit Angehörigen und so, wird es besser. Und was da jetzt im Moment passiert, wie gesagt, jeder, der das sieht, sagt, um Gottes Willen. So, und diesen letzten Tagen habe ich ja auch wirklich gesagt, ich gehe raus aus dieser Geschichte, ich gehe raus aus diesem Kampfmodus, um etwas zum Besseren zu verändern, und ich fange wieder an zu leben. Ne? Und ja, wie gesagt, lasse die Stimme deines Herzens lauter werden. Und diese Stimme meines Herzens wird sehr, sehr laut und ist immer sehr, sehr laut geworden. Und wenn ich dann in dieser Zeit so tolle Nachrichten von lieben Menschen bekomme, die meine Videos immer noch sehen, und es war für mich auch ein Riesenglück, dass ich vor 2 Jahren auf diesem tollen YouTube-Kanal Einblicke ins Jenseits auch meine Geschichte erzählen durfte. Ich bin natürlich immer noch sehr überrascht, dass mein Video immer noch sehr, sehr viel angeschaut wird. Und das freut mich unglaublich. Aber ich mache ja auch Videos nicht nur mit den Aufrufzahlen, so, sondern wenn ich nur einen Menschen erreiche, wenn ich nur einen Menschen trösten kann mit meiner Geschichte, die ich erlebe, mit meinen Erlebnissen, dann freut mich das riesig. Dann freut mich das wirklich riesig. Und heute bin ich wirklich ganz, ganz spontan dabei und nehme meine Erlebnisse auf,
weil ich, wie gesagt, diese tollen Worte vorlesen möchte von meinem Post, den ich am 13.07.2021 veröffentlicht habe. Ich habe es gestern meiner Mutti vorgelesen und die sagt, du schreibst immer so gut. Das ist so beruhigend, das geht ins Herz. Und da gibt es auch einen wunderbaren Spruch, der mir gestern auch spontan erschienen ist. Es ist ja wirklich so, achtet mal drauf. Mach dir meinetwegen Tagebucheintragung. Wenn du jetzt in einer schwierigen Situation bist, achte auf die Zeichen und Wunder, die dir passieren. Wenn du zum Beispiel im Auto fährst und du schaust zufällig in ein Schaufenster und da sind mit riesen Buchstabe Glaube, Hoffnung, Frieden, das habe ich letztens auch wieder gehabt. Oder du schlägst die Zeitung auf und da kommt dir so ein netter Spruch, wie ich dir jetzt eben gerade vorlesen möchte nochmal, wie ich auch ganz spontan eben halt Facebook aufgemacht habe und ich sah als erstes wirklich folgenden Text: Man kann keine Menschen zu oft in den Arm nehmen. Man kann ihn nur oft genug sagen, ich habe dich lieb. Man kann nie zu oft flüstern, schön, dass es dich gibt. Wir sollten einfach viele Dinge öfters tun, denn keiner weiß, was morgen ist. Und so ist es. Keiner von uns weiß, wie viel wertvolle Lebenszeit wir noch haben. Ich habe ja mehrfach diese Erlebnisse gehabt. Ich habe dreimal an der Schwelle des Todes gestanden, bei meinem schweren Unfall mit meiner Vespa in Südfrankreich am 28.05.1995. Dann bin ich noch an der Salmonellenvergiftung fast gestorben und eben halt an der Grippe 2018. Jedes Mal habe ich das Licht gesehen, jedes Mal habe ich gewusst, es könnte jeden Moment vorbei sein. Und egal, ob du gerade verzweifelt bist, weil die Diagnose Krebs bei dir gekommen ist, dann denke vielleicht an meine Mutti, die nur eine Überlebenschance von 1% hatte und es irgendwie geschafft hat. Da haben wir auch gestern im Strandkorb am Wasser gesessen, haben uns nett unterhalten und haben uns gefragt, warum passieren uns dann immer wieder diese schlimmen Dinge? Warum ist das mit unserem Zuhause passiert? Was ist da? Manche Dinge passieren, die können wir uns nicht erklären. Warum passieren Kriege? Weil es Menschen gibt, die einfach nicht aufhören können, anderen Menschen ihre Heimat zu nehmen. Und die Heimat zu verlieren, das habe ich jetzt gemerkt, schmerzlich gemerkt, ist so furchtbar, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und nun kann ich vielleicht auch so ein bisschen mitfühlen, wie sich meine Oma fühlte, als sie auch ihre Heimat verlassen musste nach dem Krieg. Was ich auch unter anderem beschrieben habe in Ein Birnbaum erzählt von Krieg und Frieden. Und jetzt möchte ich euch dir gerne vorlesen, was ich am 13.06.2021 geschrieben habe. Übrigens ist mir gestern auch wieder der Spruch erschienen, sorge dich nicht, lebe. Und das ist genau richtig. Sorge dich nicht, lebe. Ignoriere alles Negative um dich herum. Geh raus und hol dir Kraft aus dem Leben. Aus dem, wo du sagst, ich folge meinem Herzen. Ich habe heute das Gefühl, eben halt einen Spaziergang zu machen. Ich garantiere dir oder sage dir, du wirst bestimmt einen glücklichen Moment erleben. Und wenn es eine Möwe ist, die Spirenzchen vor dir macht, oder du ein nettes Gespräch hast, oder du einen Herzstein findest, oder vielleicht eine Feder, oder. Im Hier und Jetzt leben. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Du triffst vielleicht liebe Freunde, die du lange nicht mehr gesehen hast, oder kommst mit fremden Menschen ins Gespräch. Du lachst mit ihnen und genießt jeden Moment, auch wenn du mal traurig bist, dich am liebsten zu Hause verkriechen möchtest, da du wieder einmal was Schlimmes erlebt hast. Dann gehe raus, folge deinem Herzen und deiner Intuition und sei offen für die kleinen und großen Wunder, die es gibt. Höre dabei nicht auf dein Ego, was dir vielleicht sagt, ist doch alles blöde, was soll's, ich bleibe zu Hause, sondern gehe raus und folge deinem inneren Gefühl. Vielleicht gehst du heute mal einen anderen Weg als üblich und machst mal wieder, was du lange nicht gemacht hast. Vielleicht sogar Eis essen gehen, auch wenn es regnet. Du sitzt gemütlich unter einem Sonnenschirm und genießt den Moment. Du freust dich, dass du rausgegangen bist und genau in diesem Moment kommen nette Menschen zu dir und ja, du kommst mit ihnen ins Gespräch und hast wundervolle Momente mit ihnen, die einfach nur schön sind. Vieles kommt dir dann vielleicht sogar wie eine Fügung vor, nach dem Motto, es sollte so sein, dass wir uns gerade in diesem Moment treffen, denn wir stellen fest, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben und wir stärken uns gegenseitig.
Wir spüren die positive Energie, die zwischen uns wächst, da wir zusammen lachen, uns nett unterhalten. Und es ist einfach nur schön, mal wieder den Moment zu genießen, ohne Angst, was am nächsten Tag kommt. Einfach mal die Seele baumeln lassen, den Blick auf schöne Dinge richten, nicht zu viel grübeln, sondern nur im Hier und Jetzt leben. Das gibt Kraft und Mut, auch in schweren Zeiten, alles zu schaffen, was wir uns wünschen, auch wenn die Lösung noch nicht in Sicht ist. Glaube daran, auch wenn es vielleicht im Moment nicht danach aussieht, die Wahrheit kommt immer ans Tageslicht und die Liebe wird immer siegen. Danke für die kraftvollen Tage, die meine liebe Mutti und ich erleben durften und so unvergessliche Momente hatten mit lieben Menschen, die zu unserer Seelenfamilie gehören. Danke einer lieben Familie für die schönen Momente, die wir gemeinsam genießen konnten, da wir uns so viel Liebe geschenkt haben. Solche schönen Momente geben Kraft und Energie, um auch schwierige Situationen zu meistern. Wenn ich daran glaube, dass Wunder geschehen können, dann werden auch Wunder geschehen. Ich folge dabei meinem Herzen und meiner Intuition. Ich behandle jeden Menschen so liebevoll, wie auch ich liebevoll behandelt werden will. Wenn dies jeder tut, dann hätten wir den Himmel auf Erden und ein Leben in Liebe, Friede, Harmonie. Lieben Gruß von Kirsten, Dienstag, 13. Juli 2021 um 21.36 Uhr. Ja, so ist es. Folge deinem Herzen, deiner Intuition und deinem Bauchgefühl. Lasse dich nicht von diesen negativen Menschen, die versuchen, dein Glück zu zerstören, kaputt zu machen. Gehe raus. Manche Dinge lösen sich auch von ganz alleine und du brauchst gar nichts mehr zu tun. Sondern denke daran, du weißt nicht, wie viel wertvolle Lebenszeit du noch hast. Oder ich weiß es auch nicht, wie viel wertvolle Lebenszeit ich noch habe. Die möchte ich mit vielen positiven Dingen erleben. Ich möchte in meinem Leben glücklich sein. Ich möchte andere Menschen glücklich machen. Ich möchte mit anderen Menschen auch lachen. Ich möchte mit meiner Mutter lachen und wir möchten es uns schön machen. Drum lassen wir los, alles, was wir nicht ändern können und leben unser Leben und genießen jeden Moment und freuen uns auf viele schöne Momente, denn die sind Balsam für unsere Seele. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten und vielen Dank an die lieben Menschen, die mir in den letzten Tagen so wundervolle Nachrichten geschickt haben, was mir zeigt, dass ihr es schön findet, was ich mache. Und ja, ich mache weiter. Ich mache weiter, weil das war auch eine Befürchtung von einigen lieben Menschen, die sagten, lange nichts mehr von dir gehört, gibst dich noch, was machst du denn? Und ja, ich werde wieder anfangen, meine Erlebnisse, meine Geschichte weiter zu erzählen. Und vielleicht mache ich damit anderen Menschen Mut. Oder ich bekomme Mut durch die Erlebnisse von den lieben Menschen, die mir immer wieder schreiben und mich kontaktieren. Danke, danke, ihr Lieben. Und wir hören wieder. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.